begrüßen wir beide Mannschaften, unsere Gäste von SSC Weißenfels und natürlich unsere Mannschaft. Die Mannschaft hier am heimischen Hölzchen, den ersten FC Lok Stendal. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt sowie der Stadtverband Magdeburg sind fassungslos, erschüttert und in großer Trauer über diesen unerwarteten, plötzlichen und viel zu frühen Verlust, der alle mitten ins Herz trifft. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Schiedsrichterkollegen. Der Landesverband ist stolz darauf, einen Menschen wie Lukas Müller in seiner Mitte gewusst zu haben. Umso trauriger ist es, diesen nun gehen lassen zu müssen. Der Fußball verliert eine etablierte Größe und einen wunderbaren Menschen. Der FSA nimmt stillen Abschied und wird Lukas immer als geschätzte Person in Erinnerung behalten. Dankeschön. War das Viertelfinale im Landespokal hier in unserem Hölzchen gegen unsere Gäste aus Weißenfels. Leider hat unsere Mannschaft dieses Spiel knapp mit 1-0 verloren. Ich habe hier unsere Nummer 17 und Mannschaftskapitän Johannes Marholt. Ja, Jones, das war auch ein Spiel seit langem mal wieder, dass du von Anfang an spielen konntest, durftest, wolltest. Knappe Niederlage habe ich schon gesagt, die Umstände vielleicht. Deine kurze Einschätzung zu diesem heutigen Pokalspiel hier bei uns. Ja, ich glaube, erstmal sind wir echt enttäuscht, dass wir nicht ins Halbfinale eingezogen sind, aber war ein ebenbürtiger Gegner, muss man sagen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen heute haben für sich gesprochen. Es hat alles gepasst, bis auf die, ich sag mal, die ein, zwei Ausschreitungen, das hätte man sich sparen können. Es war ein absolutes Kampfspiel und ich muss sagen, ich bin absolut stolz auf alle Jungs von uns. Wir haben alles reingehauen, gerade in unserer Phase, wo wir ja nicht ganz so glücklich und nicht ganz so erfolgreich sind, wo wir jetzt auch mal Spiele am Stück verlieren. Das kennen wir eigentlich seit längerer Zeit auch nicht mehr so. Aber grundsätzlich, mit welcher Emotionalität und mit welchem Kampf und mit welchem Willen wir heute hier auf dem schwierigen Platz, sage ich mal, was wir hier alles reingeworfen haben, dann in Unterzahl noch weiter dran geglaubt, fast sogar noch den Ausgleich gemacht. Gibt's wenig uns vorzuwerfen.
kann man nur stolz drauf sein. Alles klar. Ja, Jonas, ich danke dir. Also was bleibt? Die Mannschaft lebt. Schade. Und es geht in der Liga weiter. So sieht's aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Spiel. Tschüss. Tschüss.